Ich glaube, wir können starten. Ja, herzlich willkommen und vielen Dank, dass Sie an der heutigen Live-Einführung zu Liblings teilnehmen. Mein Name ist Carsten Südow. Ich bin bei De Gruyter als Sales Manager für Bibliotheken in Deutschland und der deutschsprachigen Schweiz zuständig. Und bevor ich an die heutige Referentin Katharina Bayer weitergebe, möchte ich Ihnen zunächst noch einige organisatorische Dinge mitteilen. Zum Ersten, das heutige Webinar wird aufgezeichnet. Wir werden Ihnen im Nachgang dazu einen Link zu den Inhalten auf YouTube zusenden. Und wir laden Sie natürlich herzlich ein, sich das Video zum Webinar selbst noch einmal anzuschauen oder den Link mit interessierten KollegInnen zu teilen. Sie haben zudem natürlich jederzeit die Möglichkeit, im Chat Fragen zu stellen oder Kommentare abzugeben. Ich möchte Sie bitten, diese an alle Diskussionsteilnehmer und Zuschauer zu senden. Sie haben unten im Chat dazu einen kleinen Reiter, wo Sie das einstellen können. Und wir werden schauen, dass wir alle Fragen noch direkt während der Präsentation beantworten können oder direkt im Anschluss danach. Und das war es auch schon von meiner Seite. Ich wünsche Ihnen nun eine interessante Veranstaltung und übergebe gerne den Staffelstab an Katharina Bayer, Senior Sales Operation Manager bei De Gruyter, die Sie durch die folgende Präsentation führen wird. Over to you, Katharina. Danke. Hallo und bei mir gerade noch so guten Morgen. Ja, vielen Dank, dass Sie sich so zahlreich hier angemeldet haben, um eine kurze Live-Führung durch das Admin-Modul Liblings zu sich anzuschauen. Liblings ist der Nachfolger vom AMS seit Februar diesen Jahres. Und ja, was wir gemacht haben, dieses in den letzten Monaten ist, dass wir auch Nutzungsstatistiken vor allem migriert haben und die Funktion wollte ich Ihnen zeigen und auch dann noch auf die De Gruyter Webseite My Products, meine Inhalte eingehen. Ich teile jetzt erstmal meinen Bildschirm, also ich habe keine Slides, die ich zeigen werde. Von daher hoffe ich, dass das alles gut geht mit dem Live demonstrieren. Also, wenn Sie sich in Liblings eingeloggt haben, dann kommen Sie zu einer Seite, die so ungefähr aussieht. Wenn Sie ein Administrator für mehrere Institutionen sind, dann haben Sie hier eine Liste der Institutionen aufgewählt und Sie können dann eben die nehmen, die Sie momentan interessiert, um die Nutzungsstatistiken herunterzuladen. Was auch noch eventuell von Interesse ist, wir sind nicht die Einzigen, die Liblings verwenden. Es sind auch noch Brill und zwei weitere, Emerald. Und noch einen, der mir jetzt spontan nicht mehr einfällt. Wenn Sie da Inhalte lizenziert haben, dann werden die hier in diesem Menü aufgeteilt und Sie können dann eben auch den Verlag auswählen, von dem Sie Nutzungsstatistiken ziehen wollen. Also es sind nicht nur wir, sondern Sie haben auch andere Möglichkeiten. Ich wähle jetzt hier erstmal unser Test-Account aus und das bringt mich dann auf die Einstiegsseite für die Nutzungsstatistiken. Lieblings für Bibliotheksadministratoren kann nur Nutzungsstatistiken, wenn Sie andere Informationen ändern müssen, wie IPs oder Shibboleth, dann bitte über den Customer Service oder auch über das IP Registry. Was Sie hier sehen können, sind die verschiedenen Filteroptionen für die Counterstatistiken. Wir haben hier in der Mitte erstmal die Möglichkeit auszuwählen, ob wir Counter 4 oder Counter 5 Statistiken runterladen wollen. Und dazu ist zu sagen, dass die Counter 4 Statistiken gehen bis Dezember 2020, also von Januar 2019 bis Dezember 2020 und sind importiert von unserer alten Plattform und aus dem alten AMS heraus. Die sind, genau, also sind jetzt noch bis Ende des Jahres erhältlich. Hier haben wir die verschiedenen Statistiken aufgelistet. Wenn es Bei manchen Kunden gab es Probleme, die Dateien komplett hochzuladen, weil manche von ihnen sehr viele
Holdings haben, sehr viele Nutzung haben und das den Rahmen gesprengt hat. Zum Beispiel ist das der Fall relativ häufig bei dem Book Report 2, weil da relativ viel Nutzung draufhängt. Dann hätten Sie hier unten in diesem grauen Bereich, wo ich momentan nichts habe, ein Legacy-Download-Option für gerade diesen Zeitraum. Es würde dann, wenn Sie hier auf BR2 klicken, keine Daten erscheinen, aber Sie können dann hier unten im Legacy-Bereich die CSV-Datei runterladen. Ich wähle einfach mal einen aus und es bringt mir dann einen Monat, den ich meinetwegen bis Januar 2019 erweitern kann und zeigt mir dann die Nutzung an für 2019, 2020 im Counter 4 Format. Der Download-Button ist hier oben rechts. Wenn ich Counter 5 anschauen will, wir haben Counter 5 von Januar 2020 bis zum heutigen Tag und für die Zukunft her oder für dieses Jahr 2021 haben wir auch nur Counter 5, Counter 4 gibt es nicht mehr, sondern nur noch Counter 5 ab 2020 bis 2021. Die Statistiken von Januar 2020 bis Januar 2021 sind auch wieder von der alten Plattform gezogen und hier importiert und zusammengemischt mit den Statistiken, die jetzt auf der neuen Gebäude-Plattform entstanden sind. Wenn ich hier meinetwegen den Title Master Report aufrufe, dann sehen Sie, hier haben Sie jetzt noch eine Filteroption. Ich mache den mal ein bisschen länger. Und das sind die Filter für Counter 5, wo ich zum Beispiel auswählen kann, will ich denn nun Bücher anschauen oder will ich Zeitschriften sehen, wenn ich meinetwegen den Journal Tick entferne, können Sie sehen, lädt sich der Report neu und entfernt alle Zeitschriften. Wenn ich die Bücher rausnehme und die Zeitschriften stattdessen reinfüge, dann bekommen Sie die Nutzung für die Zeitschrift. Als zweite Filteroption haben Sie hier auch noch die Möglichkeit, Open Access Gold mitzunehmen oder auch abzuwählen, wenn Sie nur lizenzierte Zeitschriften sehen wollen. Sie sehen, das hat sich dann auch wieder aktualisiert. Hier auch, wie schon vorher, der Download-Button bleibt, steht Ihnen weiterhin zur Verfügung. Und ganz rechts können Sie auch noch sehen, der Sushi-Knopf, wenn Sie Sushi ernten wollen, können Sie hier Ihren API-Key erstellen, wenn er noch nicht erstellt ist, und dann in Ihre Systeme einpflegen. Genau, also das ist relativ einfach. Das, was Sie hier filtern können und auswählen können, runterladen können an Nutzungsstatistiken. Wie gesagt, wenn Sie andere Änderungen haben wie Shibboleth oder IPs, dann melden Sie sich bitte bei uns. Es gibt hier gleich die Frage zu den EBS-Reports. Das ist momentan noch nicht möglich, dass die herausgefiltert werden. Wir haben intern eine Lösung dafür gefunden. Sprich, wenn Sie einen EBS-Report wollen, dann kontaktieren Sie bitte Ihren Sales Manager oder service@degreuter.com und wir erstellen Ihnen dann diesen Report. Er ist in Arbeit, aber es kann noch ein bisschen dauern. Also ich würde mal sagen, dieses Jahr vermutlich nicht mehr. Von daher bitte nur auf Anfrage dann. Genau. Gibt es sonst zu den Statistiken noch Fragen, bevor ich kurz auf die Degreuter-Webseite gehe und dass wir uns MyProducts nochmal anschauen? Gut.
bislang im Chat kam eine Frage gibt es eine Möglichkeit, den Title Report für die E-Books in den EBS-Bestand auszufiltern? Hattest du ja gerade schon erzählt, dass das. Genau, das geht noch nicht. Alles andere gibt es nicht. Gut. Der Zugang besteht, wenn wir sie als Administrator eingerichtet haben. Der Zugangslink ist connect.liblinks.com, aber im Zweifelsfall schicken Sie uns eine E-Mail mit Ihrer Institution und Ihren Details und dann können wir Sie als Administrator einfügen, wenn es noch nicht geschehen ist. Genau. Eine weitere Frage noch, kann man bei den Reports das Fach ergänzen, um eine bessere Auswertung vor Ort zu ermöglichen? Das ist, soweit ich weiß, nicht in den Counter-Regeln vorgesehen. Also alle Informationen, die von Counter angefordert werden, sind hier mit drin. Wir können aber intern auch wieder Nutzungsstatistiken anreichern. Also da könnten Sie dann auch den Weg über uns gehen. Am besten über, weiß nicht, Carsten, Service oder den Sales Manager? Ja, am besten vielleicht an den Sales Manager zunächst. Wir können das ja inzwischen dann auch sozusagen selbsttätig regeln. Genau. Okay. Werden weiterhin auch noch Statistiken zu Produkten über Mails gesendet? Das funktioniert nur weiterhin für die Sauer-Datenbanken, aber nicht hier. Und eine weitere Frage, gibt es Statistiken für LH1 und 2, also für die Allianz-Lizenzen? Also es gibt für Zeitschriften ganz reguläre Statistiken. Wir können hier aber, also es ist nicht angezeigt, ob das jetzt Teil von LLH1 oder LLH2 ist. Da müssten wir dann auch wieder anreichern oder filtern. Ich glaube nicht, dass es das vorher gab. Also die Statistiken, ja, gibt es, aber nicht als solche gekennzeichnet, als mit dieser Kürze. Und eine weitere Frage noch, in welchen Formaten kann der Bericht heruntergeladen werden? Das ist eine Excel-Tabelle. Da gibt es nur ein Format, Excel. Gut. Ich lasse die Fragen einfach mal laufen und gehe währenddessen auf die De Gruyter Webseite. Ich habe mich hier schon angemeldet als TCS und wie Sie hier sehen können, auf der rechten Seite bin ich auch als solcher erkannt. Ich kann mit mehreren Institutionen angemeldet sein, vorausgesetzt, oder auch mit meinem persönlichen Account und dem Institutionsaccount, dann hätte ich hier zwei verschiedene Konten genannt und würde dann dementsprechend auch die Zugriffe für beide Konten sehen. Also sprich, wenn ich ein Einzelnutzer bin und ich habe ein E-Book gekauft, dann könnte ich das sehen und zusätzlich noch eventuell dann über Shibboleth oder über den IP-Bereich die Holdings von der Universität. Das ist zu sehen über den Link My Products. Den können alle Nutzer sehen, also der ist für alle gleich. Wenn man sich angemeldet hat oder im Bereich einer Universität befindet, auf degreuter.com My Products, kann jeder Nutzer die Holdings der Universität sehen und dann eben auch direkt draufklicken. Das ist ganz praktisch, meinetwegen für Pakete. Wenn ich das erweitere, dann gibt es hier die Möglichkeit, über diesen Link direkt auf alle Titel in diesem Paket zugreifen. Also Sie sehen hier, es sind 289 Bücher drin und ich kann dann die Filteroptionen auf der linken Seite verwenden, um die Suchresultate etwas zu reduzieren. Bei Zeitschriften, ich habe jetzt hier keine Zeitschriften in diesem Konto drin, aber da sind dann die einzelnen Zeitschriften aufgelistet und ich kann auch wiederum über den gleichen Klick Search Package Content dann direkt auf alle Inhalte von dieser Zeitschrift
gelangen, sodass ich mir das Suchen so ein bisschen erspare. Und es gibt hier auch noch die Möglichkeiten, dann auf Datenbanken zuzugreifen. Wir haben hier auch noch momentan zwei Anzeigen von E-Book-Paketen. Die ganz oben, die als solche benannt sind, sind feste E-Book-Pakete, meinetwegen des EBS oder eben auch bestimmte Pakete, die Sie gekauft haben. Hier in den sogenannten Other Packages, andere Pakete auf Deutsch. Das sind von uns gebaute Importe aus dem letzten System, aus dem AMS, weil wir die Holdings mit rübergezogen haben, haben wir sie gebündelt in diesen anderen Paketen, um die Systemleistung schnell zu halten. Diese Inhalte sind dann etwas bunter gemischt, würde ich mal sagen. Also Sie können hier eben auch wieder sehen, das sind 51 Bücher und dann gibt es hier auch wieder die Möglichkeit, nach Fachgebiet zu sortieren oder eben dann auch die Suchfunktion zu verwenden. Das sind so die Hauptgedanken hinter dieser MyProduct-Seite. Also Ihre Benutzer verwenden natürlich den Bibliothekskatalog, aber für Dekreuter-spezifische Inhalte oder Pakete ist dieses hier eben auch ganz praktisch. Genau. Das wäre es von meiner Seite. Wie gesagt, wir hatten gehofft, dass es nicht eine halbe Stunde dauert, aber wenn Sie weiterhin Fragen haben, können Sie sich natürlich melden. Ich wäre von meiner Seite dann fertig. Es sei denn, Carsten, du hast noch was hinzuzufügen? Nein, soweit nicht. Ich sehe momentan auch keine weiteren Fragen im Chat, aber vielleicht warten wir einfach noch einen Moment. Genau. Aber da tut sich nichts weiter. Gut. Also wenn Sie bisher noch kein Administrator sind, aber einer sein mögen, dann bitte eine E-Mail an service@degreuter, dann können wir sie einrichten. Sie bekommen dann eine E-Mail von LibLinks, wo Sie den Registrationsprozess abschließen können, mit Link auch drin. Und dann kommen Sie auf diese Seite hier. Prima. Ja, noch einmal vielen Dank. Genau. Und ja, dann wären wir, glaube ich, schon durch. Gut. Prima. Dann ganz herzlichen Dank für Ihre Teilnahme. Ich hoffe, Sie haben etwas mitnehmen können. Ansonsten melden Sie sich bitte einfach im Nachgang nochmal beim jeweiligen Sales Manager oder direkt beim Customer Service. Die Service-Adresse wurde gerade noch in den Chat mit eingefügt. Genau. Und ansonsten wünschen wir Ihnen einen noch schönen Tag und bis demnächst. Wiedersehen. Danke. Tschüss.